Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP. Spiel, starte. Bitte. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge hatten wir ja nicht so viel Erfolg in Nebenquest-Sachen und also was. Und ja, wir befinden uns in der Glyphed-Senke, weil wegen hier. Ich habe noch ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen-Ort entdeckt. Geil, ne? Und ja. Offscreen hat sich so einiges getan. Ich bin jetzt knackige Level 85. Ich habe bei diesen Gott-Ethan-Monstern trainiert, die mir jedes Mal 1600 Erfahrungspunkte oder so gegeben haben. Und pro Level immer so, weil nicht 100, 200 Erfahrungspunkte weniger. Und ja, da ist auf jeden Fall gebracht. Dann bin ich noch ein oder zweimal folgenden Kollegen hier begegnet. Nein. Den hier, Mimik-Gigant. Welcher jetzt anscheinend die Plätze von diesen Mimik-Zombies eingenommen hat und mir verdammt viele Erfahrungspunkte gibt. Ich glaube 3000 irgendwas. Und irgendwas mit 63.000, ich glaube genauso viel KP hat er auch. Der gibt mir 60.000 Gold, also ja. Das ist schon extrem. Ja. Level 85. Ich bin, weiß nicht, nachdem ich mit dem Level fertig war, nochmal so ein Mithril, so ein Mimik Golem begegnet, deswegen ist mein Level jetzt so komisch. Und ich habe so gut wie alle Kräuter jetzt erstmal reingeballert in meinen Charakteren. Oh, ich habe wieder ein paar, okay. So, dass ich immer noch einen übrig habe. Hier habe ich Art Angriff gegeben, ihn habe ich Art Angriff gegeben, ihn habe ich meistens Angriff gegeben. Ihr und ihn habe ich viel Verteidigung gegeben. Edna habe ich, glaube ich, ein paar Mal AP gegeben. Ihnen habe ich meistens Fokus gegeben, also ja, ein bisschen verteilt so. Deswegen sind meine AP jetzt auch so extrem hoch. Im Gegensatz zum letzten Mal, 3800, so viel hat er vorher nicht. So, und dann bin ich noch einigen anderen Kreaturen begegnet. Ich habe alle Schmelztiegel noch mal gemacht, bis auf den letzten, den wir gemacht haben. Und ich weiß jetzt nicht, was sie meint mit, ja, anscheinend muss ich die ganzen Helions hier noch erledigen. Und da hinten habe ich wieder einen gefunden. Geh weg. Oh, ihr blöden Viecher, ne? Bin voll im Eimer, sehe ich gerade. Ich habe noch einen optionalen Boss wieder gefunden. Und zwar da hinten, den großen Kollegen. Sollen wir mal versuchen? Ja, okay. Er sieht schon ein bisschen stark aus. Also, komm. Wir sind alle voll im Eimer. Gehen wir mal Verteidigung. Eigentlich haben wir mal wieder Verteidigung. Komm her. Drachenzauberer. Nein, verdammt. Du bist gegen alles widerstandsfähig. Willst du mich? Wir werden uns durch ein mächtiges Brüll mit Verlangsamung belegen. Deswegen solltest du lieber. Oh, zu spät. Außerdem hat er eine Vorliebe für Hiebe aus dem Sprung, mit denen er deine Abwehr durchbricht. Also mach dich bereit, schnell Tritte zu machen. Schritte. 15.000. Okay, von der Ferne wieder. Das läuft gut bis jetzt. Natürlich wieder krasse Musik im Hintergrund. Und ja, ich trage immer noch die Schulklamotten. Warum denn nicht? Lass dich heilen. Hier bitte, danke. Ihr geht mal auf mich los, weiß nicht, mit euch los. Boah. Der ist gar nicht gefaced vor meinen Angriffen. Aber er bringt schon. Also 24.000. Was er legt am Ende wieder voll los, was die am meisten machen. Los, verbinde dich mit. So. Perfekt. Nein, was machst du denn da? Mir ist aufgefallen, in kein Tales of Spiel muss ich so viel babysitten wie in diesen. Ich muss immer auf meine Charaktere aufpassen. Wow, geil. Das war knapp.
So, noch eine andere Kugel. So, den haben wir erledigt. Okay. Beinahe. Jetzt habe ich irgendwie Bock, die anderen Helions auch noch kaputt zu hauen. Und ich habe irgendwie vollkommen vergessen, dass ich die Fähigkeit habe. So, bevor wir jetzt hier weitermachen. Wie viele anomale Kugeln haben wir jetzt? 100, ja, 100, ne? 33, glaube ich, ne? Ja. Drei Stück noch. Der Engel? Ja. Dieser Dings aus dem Wald. Dieser Zauberer, dieses Skelettviech. Ich glaube, das war's, ne? Ja, ich glaube, da fehlt noch einer. Apropos. Ich habe schon wieder vergessen, meine Notizen hier aufzuschlagen. Lass mich das mal kurz gucken. So. Bitte Aufnahme wird jetzt nicht irgendwie merkwürdig. Okay, was haben wir? Ich habe mir ganz viele Sachen hier aufgeschrieben. Wailish-Ruine, Schmetterlingstiara. Ach so, ja, ich habe in der Wailish-Ruine eine Truhe geöffnet, eine Goldtruhe, und habe ein Dings bekommen, ja. Ein Schmetterlingstiara, seltene Schmetterlingstiara, glaube ich. Wo ist das? Hier. Dieses Ding, ja. Upp. Gut, ne? Und was noch? Mimik gegangen, bin ich begegnet. Kann man schon mal streichen. Entdeckung, Cambria-Höhle. Gehen wir mal da ein. Cambria-Höhle, wo war das noch? Ja, in der Nähe, ja genau. Aber irgendwie so komisch versteckt. War irgendwie, weiß ich nicht. Schon so ein ganz kleines bisschen unfair. Würde ich schon sagen. So, hier war das irgendwo. Da habe ich... Und ich habe alle Herrscher des Landes, ich glaube, bis auf den im Marlind. Zum Teufel. Ja, meine Schulmusik. Haben wir die schon gehört? Ich weiß nicht. Ach ja. Da hat sich so offscreen so viel getan. Ich muss erst mal gucken. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ich habe nämlich bei 300 wie heißt die nochmal? Kampfaktion. Hier. Kampfregeln. Ne, doch, Kampfaktion. Wundersames Schicksal bei 300 Mystic Arts habe ich freigeschaltet. Deswegen eine Mystic Art mit SK bei 100 verringert die erforderliche SA um 1. Das scheint zunächst unmöglich, aber es ist machbar. Okay. Das heißt, ich müsste immer vollkommen geheilt in den Kampf reingehen. Ah ne, ich müsste einfach nur voll haben. Hä? SK bei 100. Wieso hat gehen? Ich meine, bei jedem Angriff tue ich doch SK verbrauchen. Okay. Wenn es dafür keine Trophäe gibt. So. Weißt du, genau hier wird das erst angezeigt. Ey. Aktionspunktsuche ist so kacke. Prüfen. Versteuerter Koloss. Ja, gibt leider kein Skit. So haben wir das auch erledigt. Vor allem, da war nur so ein winziger Punkt, den ich untersuchen musste. So, und dann habe ich noch eine gefunden. Wo war die? Ich habe euch ja geschrieben, welche Bosse noch übrig sind. Arondachwald, Skelettmagier, ja. Der Engel, 2 und der Glefelsenke, den haben wir ja gerade gemacht. So. Ganglen-Ruin, Untergeschoss 3. Ganglen-Ruin. Vielleicht ist er auch in diesem einen neuen Gebiet, was ich gerade gezeigt habe. Ach so, ich weiß wieder, wo das ist, okay. Wie komme ich zum Untergeschoss 3?
Ich tue mal diese Sachen so schnell wie möglich erlegen, sonst vergesse ich die wieder. So, die Goldtruhe öffne ich mal. Und da kommt ein Mimik-Gigant. Das heißt, Erfahrungspunkte wie blöd. Diesen Angriff habe ich bei diesen Gott-Ita-Monstern immer gespammt. Da hat voll die Wunder gewirkt. Weil die waren, glaube ich, auch gegen Feuer anfällig. Die waren nicht anfällig gegen Feuer, glaube ich. Aber deswegen. Am besten wäre nur so eine Mystik, aber ich glaube, da wird nichts. Die geben irgendwie so 3000 Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger, weil ich schon ein paar Level jetzt höher bin. Hier bin ich irgendwie in Pendragoa erstmal begegnet. Die einfach so random so eine ganz normale Truhe geöffnet haben. Weil warum denn nicht? Kommt er jetzt anstatt diese einen Zombies? Dann kann ich wieder vernünftig trainieren. Ja, Gami geben mir nicht mehr so viel Erfahrungspunkte leider. Das guck, wie viel Erfahrungspunkte wir kriegen. 3960. Strahlender Stern halten. Ah. Angriffskraft geht hoch und A Angriffskraft. Und für Verteidigung, ja. Vor allem Windangriffskraft geht dadurch hoch. So, ich nehme an, hier läuft dann kein weiterer mehr rum. Goldton tue ich sowieso immer noch jetzt looten. Ey, was? Jetzt hatte ich bis jetzt noch nie, dass hier zwei in einem Gebiet sind. Ja. Wir machen die normalen Angriffe. Also diese Angriffe ein bisschen mehr Schaden. Wo ich mir irgendwie vorstellen könnte, so ein Gigant wäre gegen Art Angriffe nicht so gut zu sprechen. Müssen wir aufpassen, er kann aufflüchten. Ist jetzt noch nicht passiert, aber muss er nicht damit anfangen. Sehr schön. Ich habe irgendwie Angst, zu überpowert zu werden. Für den letzten Kampf. So, das war sehr gut. Ich will da leicht ein Level ab. Geil. Gut. Untergeschoss 3. Ich bin eigentlich nur wegen der Entdeckung hier hingegangen. Aber gut, dass mir das Spiel so entgegenkommt. Ja, meine Notiz nochmal nachgucken. Da ist ja Notizen. Ich habe immer so eine Textdatei offen. Und Sachen, die ich offscreen erlebt habe. Da werde ich auch nichts vorenthalte. So, da war das, glaube ich, ne? Ja. Was ist das? Ruinenratte. Oh je. ネズミくらい許さ。むしろ遺跡には付きもの。肉料さん、ネズミは平気なんですね。ネズミは吠えないからね。そりゃ吠えないだろう。大きいネズミって意外に迫力だよ。今のは丸焼きにしたら結構お腹いっぱいになる大きさだったし。丸焼きって、ネズミは病気を伝染させることがある。食べるのは危険だ。マジツッコミされた。ただの例えなのに。その発想はなかった。 Okay. So, mir fehlt allerdings immer noch eine ganze Menge von den Entdeckungen. Ich glaube, diese eine Lücke ist... Nein. Ich weiß nicht, wo das hier ist. Oder habe ich das nicht gefunden? Oh, ich dachte, das wäre hier. Verdammt. Ich dachte, das hier wäre hier. Das hier. Weil ich weiß nicht, was hier so dazwischen ist. Ich habe die ganze Perlaffenweide und den ganze Wiese des Triumphes hier abgeklappert. Ich habe nichts gefunden.
Ich weiß nicht, wo die sind. Egal. So, jetzt haben wir erstmal. Wir könnten ja den Engel und so weiter alles versuchen, aber warten wir erstmal. So, da ich jetzt so schnell bin, kann ich jetzt alles outrunnen. Was ich sehr gut finde. Deswegen wollte ich auch bei jenen, bis auf den in Marlind. Ja, bis auf den in Marlind. Alle auf Level 13 bringen, weil dann kann ich flinker Fuß lernen. Weiter habe ich bis jetzt noch niemanden gelevelt. Ich frage mich, was danach noch kommt. Vielleicht auch so schnell wie möglich hochleveln. Ich habe jetzt wieder Geld, ne? Ja. Ich habe zwei von diesen Giganten, ich habe schon wieder voll viel Geld bekommen. Sehr schön. Ich tue halt immer hier so Apfelgummi und all sowas kaufen. An einem Ort. Und dann, die ganzen Sachen mehr scheiß Landes geben, so Apfelgummi, Trank des Lebens oder so. So kann ich gleichzeitig die Händler und die Herrscher des Landes hochleveln. So, nee, wollen wir mal den Magier versuchen. Das hat Gefühl, der wird nicht so leicht. Lass mal das. Gehen wir zur Glyphid-Senke und erkunden mal die neue Ruine. Rest von Mechor. Kommt mir bekannt vor. Als nicht so die eine Stadt, wo der eine Hirte herkam. Da verwechsel ich da was. So, Pferde, lasst euch erdecken. Echt. Verwilderte Pferde. Streuner auf dem Schlachtfeld. Exakt gleichen Pferde. Domäne. Was? Ach, Domäne. Okay, mein Gott. Genie. So, war das die Entdeckung, bitte? Nein. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Film ist jetzt von 64. Boah, ich habe 60 gefunden. Boah. Da und darum sehe ich schon was. Wie groß ist es denn hier? Geht's irgendwo rein? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Warum bin ich so langsam? Welcher Herrscher des Landes ist hier? Ach, der von Marlind, ne? Boah. Aber ich will ja gegen die Monster kämpfen. Die sind neu. Plop. Boah. Level 70, kein Problem. Oh, so viel Feuer. Noch mehr Feuer. Oh. 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 Ich konnte außerdem das Gasthaus benutzen, ohne dass Skiz in die Quere kam. Das heißt, konnte ich immer voll heilen. So stimmt hier dieses God-Eater-Training-Session ein bisschen beschleunigt hat. Ich krieg noch 54 Erfahrungspunkte. Wenn ich das schon wieder sehe, ne? Ich könnte den Schwierigkeitsgrad hochstellen, da kriege ich mehr Erfahrungspunkte, aber blech. Ja, du bist ein Blauer. Aber Galt. Galt habe ich erst, ehrlich gesagt, gerade abgesehen. Ich einfach. Warte, ich hau Held ab, so weit von weg. Wie Stick Arto. Und ich. Langsam sieht hier dieses Turtles-Viech nicht mehr so übermächtig aus. Ich noch ein bisschen hochlevel. So, what? Ja, wenn hier nur solche Dragon Quest-Viecher rumlaufen, dann muss das nicht. Ah.
So, dann warum sind ihr Gitter, wenn ihr überhaupt nichts ist? Soldat, oh mein Gott. Auch eine Sackgasse. Wenn ihr jetzt noch ein optionales Monster rumlungert, dann habe ich einen guten Überblick über alles. Von da kam ich, ne? Ja. Also ganz toll gemacht. Ich habe nichts gegen die Entdeckung oder so was. Erde. Das ist nicht Erde. Das ist Erde. Ich weiß nicht, ob so ein Boss irgendwie von der Decke gesprungen kommt. So bei Beschleunigungsstiefel. Kommt vielleicht noch so ein Gigant. Ist noch so eine Erde. Puff. Hallo. Fahrstiefel und Loppring. Hey. Langsam glaube ich auch, die goldenen Sachen sind nicht geskriptet. Dann finde ich auf einmal irgendwie so ein Dekorationsgegenstand. Ja, ich habe ja gesagt, was ich bekomme, so Feuer. Easy. Sagst du irgendwas hierzu? Nee, ne. Ja. Und ich habe Dings hier, die beiden, Clowns gefunden. Nein. Ich will eigentlich nur gegen dich kämpfen. 55 Watt? Und seid ihr Level 55? Na gut. Und seid ihr eben Level 55? Oh. Oh, sehr gut. Ich komme irgendwie nicht dazu, seine zweite einzusetzen, weil er immer seine automatisch einsetzt. Könnte ich vielleicht abstellen. Stell mal ab. Wo ist er nochmal? Ja, gute Frage. Wo ist er denn, ne? Ich will gerade von Zabet mal sehen. So, ich brauche noch einen Punkt, dann könnte ich hier ein paar Sachen lernen. Brauche ich nicht. Oh, dann warten wir. Wenn wir irgendwo noch einen Punkt hier aufgabeln können, irgendeine Entdeckung oder so finden. Oh Gott. Gerade so nach oben geschaut. Was? Da war was. Oder war Rose? Ich glaube, ich war nur Rose, ne? Ja. Das hätte zur Welt aufgeschrien. Gibt nicht so viel zu entdecken hier, habe ich das Gefühl. Ich finde wenig Kräuter. Boah. Level 10, was? Und der näher. Boah. Der einfach mal welche hingezaubert. Oh, schaut, ich bin Level 86. Ich habe euch doch locker. Der Turtles und Eisen sind jetzt nicht mehr weit entfernt. Da geht's nirgends hin. Gehen wir mal da lang. Ja, die nationalen Bosse sind nicht mehr weit entfernt. Also jetzt kommt noch so eine riesige Dungeon mit, weil nicht 100 Fluren oder so.
aller Tales of Graces F, obwohl halt optionale Dungeon. Graces F war jetzt wirklich nicht sehr schwierig. Man musste halt immer nur seltene Sachen haben, um zu betreten. Solange man immer vorher gespeichert hat, hat man doch immer wieder zurückbekommen, wenn man halt geschafft hat. Da waren immer nur zwei Flure, das war richtig chillig. Man musste halt nur viel trainieren, um weiterzukommen. Xillia 2 war jetzt ein bisschen anstrengender, würde ich sagen. Da komme ich überall zum zweiten. Die Ruinen sind alle auch irgendwie ein bisschen ähnlich aufgebaut, kann das sein? Rote Kamille. Ich wette, da ist irgendwo ein Speicherpunkt. Perfekt. Ich nehme ja auch mal an, ich muss ja nirgendwo hin. Oh, ich muss den Part beenden. Ich könnte den Part beenden. Ich werde den Part beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.